Und damit herzlich willkommen. Ich bin Sandy von KWP Racing und ich erkläre euch heute mal einmal, wie ich mich an eine neue Strecke rantaste. Das aber erst nach dem Intro. Und da sind wir wieder. Wir sind hier in Rostock auf der Kartstrecke im Kartcenter. Und das Rennen, was ihr hier sehen werdet, ist von der IKM, die ich in Rostock gefahren bin. Der Kollege, mit dem ich gefahren bin, das ist Jens, den habt ihr hier gerade gesehen. Und wir warten jetzt gerade auf das Fahrerwechsel-Qualifying. Fahrerwechsel-Qualifying heißt quasi, das Team mit dem schnellsten Fahrerwechsel steht dann logischerweise auf Pole Position und das Team mit dem langsamsten Fahrerwechsel steht dann dementsprechend ganz hinten. Ja, schauen wir uns das mal an. Ich habe auf Instagram, by the way, noch andere Aufnahmen davon, von außen, falls ihr die sehen wollt. Müsst ihr einmal mein Instagram auschecken. Dort habe ich auch eine Abstimmung gemacht, wo es darum ging, ob euch die Qualität ausreichend ist für das Video, weil ich kurz ein bisschen unsicher war, weil es ruckelt hier und da noch ein bisschen. Aber ich habe es jetzt einfach trotzdem rausgenommen, weil in der Abstimmung stand über 90% ja, deswegen habe ich es am Ende auch gemacht. Okay, für mich ist es deswegen eine neue Strecke gewesen. Also ich bin in die Richtung zwar schon mal gefahren. Aber das Problem war, dass ich da sehr viele Hobby-Anfängerfahrer mit bei hatte und nicht wirklich trainieren konnte. Was wir jetzt hier gerade sehen, ist schon der Start. Direkt den Start konnte ich nicht filmen oder habe ich irgendwie nicht gemacht. Jedenfalls sieht man hier schon die ersten vier. Jens ist auf dem vierten Platz hinten. Kann sich auf jeden Fall schön drin hinten dran halten. Was auf jeden Fall schon mal ganz wichtig ist am Anfang. Und ja, jetzt sieht man mich auch schon. Ich habe jetzt mal ein bisschen die Zeit vorgespult und gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Ja, zur IKM sei gesagt, Jens ist leider letztes Mal davor auf Podium gelandet, deswegen hatten wir Strafgewicht und ich musste auf 95 Kilo fahren. Und ja, hier der Wechsel war ganz okay, aber ihr seht diese Kante hier. Ey, die ist so gefährlich, ich wäre da ein paar Mal fast gegengefahren. Ja, beim Fahrerwechsel, ne, möchte man natürlich auch immer möglichst schnell sein, aber. Gut. Okay, kommen wir mal zum Thema, was ich ansprechen wollte. Also, wie taste ich mich an eine Strecke ran? Später möchte ich auch noch kurz ein bisschen was generell zur IKM sagen. Aber dazu komme ich dann. Jedenfalls, was ich immer empfehlen kann, ist immer nach Heimfahrern Ausschau zu halten, dass man immer erstmal guckt, okay, was fahren die für eine Linie? Eventuell auch gleich mal zu gucken. Wie bremsen die, wie geben die Gas? Das sind immer so kleine Details, wo ich immer ein bisschen drauf achte. Lenken die aggressiv, lenken die eher sanft? Das sind alles so wichtige Sachen, die man am besten vor einem Rennen mal gucken sollte, sofern man Training mit denen zusammen hat. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ja, mit Jens bin ich zum Beispiel auch nochmal über die Strecke gelaufen. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, was Ideallinie und so angeht. Kann man auf jeden Fall immer, hat man natürlich immer einen Vorteil, wenn man jemanden mit bei hat, der sich auf der Strecke schon ganz gut auskennt. Gut. Wie ihr seht, ich fahre am Anfang ziemlich aggressiv. Und das wäre mein erster Tipp für schon etwas fortgeschrittenere Fahrer. Der Tipp ist, geht übers Limit. Geht am Anfang wirklich übers Limit. Fahrt tatsächlich viel zu schnell in die Kurven, viel zu aggressiv in die Kurven. Denn Problem ist, wenn ihr euch andersrum rantastet, wenn ihr immer. Ja, moin, ihr fährt mir jetzt mal voll hinten drauf. Ja, egal. Das Problem ist nämlich, wenn ihr immer zu langsam in die Kurven fahrt und dann denkt, ihr setzt das Limit immer höher und ihr denkt dann irgendwann, ihr habt das Limit schon erreicht. Aber in Wirklichkeit könntet ihr noch schneller fahren. Wenn ihr das andersrum macht, dass ihr erst zu schnell in die Kurven fahrt und dann immer einen Ticken langsamer werdet, dann habe ich immer das Gefühl, dass man eher das richtige Limit findet als andersrum. Weil, also, das haben mir mal zwei Freunde beigebracht, die sind auch der Meinung, ja, die ersten Runden erstmal jede Kurve Vollgas. Ja, gut, das sehe ich nicht ganz genauso, aber also, ich glaube, die meinen das auch nicht wirklich so, aber nur, dass ihr versteht, es macht schon Sinn, in die Kurven auch mal viel zu schnell reinzufahren, um einfach mal zu gucken, wie geht das dann. So, und ich habe deswegen gesagt, dass es
besser, wenn das eher so fortgeschrittenere Leute machen. Denn da kommen wir nämlich generell zu den Basics, was Kartfahren angeht. Für Anfänger würde ich das nicht unbedingt empfehlen, denn Anfänger neigen dazu, häufig das Kart zu überfahren. So, überfahren, was ist das? Das ist eigentlich genau das, was es aussagt, nämlich man fährt wirklich viel zu schnell in die Kurven, man bremst zu spät, man gibt zu früh Gas. Man fängt an zu rutschen dadurch und verliert dann natürlich mega Zeit. Das nennt man dann Kart überfahren. Ja, wie ihr seht, ich auf 95 Kilo, also ich bin noch nie auf 95 gefahren, kann mich nicht so gut auf der Strecke einfinden, muss ich sagen. Aber ich habe immer probiert, direkt die Linien zu kopieren von denen, die an mir vorbeigefahren sind. Und das hilft auch immer enorm. Also ich finde, ich habe jetzt von den ersten zwei Runden bis hier jetzt eigentlich schon einen mega Fortschritt gemacht. Und ja, ich werde mal einen Schluck trinken. So. Nee, also nochmal, wie gesagt, Anfänger überfahren das Kart schneller. Deswegen würde ich nicht empfehlen, dass Anfänger direkt viel zu schnell in die Kurven fahren sollten. Der Tipp, den ich Anfängern geben würde, ist eher mal einen Ticken zu früh bremsen, um ein Gefühl für die Bremse zu entwickeln. Weil das ist in meinen Augen, denke ich, eher mal das Schwerste. Ich würde jetzt hier im Video mal kurz Stopp machen und in meinem System weitermachen. Ich würde euch dann nochmal kurz einmal meine Gas- und Bremspunkte einmal kurz aufmalen und dann sehen wir uns gleich dort. So, jetzt sind wir hier im Programm GIMP. Das ist ein Bildbearbeitungsprogramm, kennen bestimmt einige von euch. Ja, damit arbeite ich eigentlich ganz gerne, weil es kostenlos ist und man hat eigentlich ziemlich viele Funktionen dafür, dass es kostenlos ist und ja, weiß nicht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gut. Ich werde jetzt hier zwei Kurven empfehlen, die sind auf jeden Fall von der Ideallinie her wahrscheinlich nicht so interessant für die etwas fortgeschritteneren Fahrer, aber für die Anfänger erkläre ich das jetzt gerne hier einfach mal. Dann fangen wir mal an. Als erstes würde ich eine 180-Grad-Kurve aufmalen. Machen wir einfach mal erstmal vier Striche hier. So. Muss jetzt nicht wunderschön sein, hoffe ich. So. Gut, ich werde als erstes mal die Ideallinie einzeichnen. Nämlich geht die Ideallinie grundsätzlich immer von außen nach innen, wieder nach außen. So, warum ist das so? Ihr möchtet nämlich beim Kartfahren oder ich glaube generell im Motorsport ist das so, möchtet ihr möglichst wenig lenken. Und ihr müsst natürlich viel weniger lenken, als wenn ihr jetzt von innen hier reinfahrt. Und dann irgendwie noch schaffen müsst ihr die Kurve zu kriegen. Das machen nämlich sehr viele Anfänger falsch, dass sie entweder innen fahren oder hier in der Mitte. Das ist auf jeden Fall falsch. Dazu kommt natürlich auch noch, wenn man die sehr eng fährt, man möchte gerne Schwung mitnehmen und das könnt ihr dann vergessen. Ihr müsst sehr stark bremsen und verliert quasi den ganzen Schwung, den ihr haben könntet. So, kommen wir mal zu meinen Bremspunkten. Ich mach mal grün hier. Für mich gibt es im Leichtkartsport im Grunde zwei verschiedene Bremstechniken, die für mich gut funktionieren. Einmal ist es die Bremstechnik, vor der Kurve zu bremsen, quasi dann fertig sein mit Bremsen und dann erst lenken. Dann fährt man hier rum. Man muss hier in der Mitte übrigens den Scheitelpunkt treffen, der ist ganz wichtig. Also es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt einen Ticken daneben ist, aber wenn ihr den Scheitelpunkt trefft, seid ihr mal auf der engsten Linie quasi von der Ideallinie und könnt somit halt, sag ich mal, Weg sparen. Ne? Also ihr könntet natürlich Ideallinie auch quasi hier lang fahren, aber würdet dann viel mehr Meter fahren und es macht schon Sinn, dann den engsten Weg auch zu wählen. So, wie gesagt, hier ist der Scheitelpunkt. Ihr bremst, fangt nach dem Bremsen quasi an zu lenken und gebt ab dem Scheitelpunkt. Oder auch kurz davor könnt ihr Gas geben. Ihr müsst bloß immer berücksichtigen, wenn ihr nicht viel Grip habt, wird es wahrscheinlich erst ab Scheitelpunkt sein, denn sobald ihr merkt, dass eure Hinterachse irgendwie nach
hier ausbricht, seid ihr entweder zu früh auf dem Gas oder das Kart hat in dem Moment einfach noch nicht den Griff. Es kann natürlich auch sein, dass ihr kalte Reifen habt. Das macht natürlich einen großen Unterschied. So, und meine nächste Bremstechnik, die ist quasi, wenn man sich in die Kurve reinbremst, bis kurz vor Scheitelpunkt, sage ich mal. Oder vielleicht ein bisschen früher kann man auch aufhören zu bremsen, aber das ist im Grunde, finde ich, die fortgeschrittenere und schwerere Strategie oder Taktik, wie man es nennen möchte. Denn auch hier braucht man sehr viel Gefühl für die Bremse, denn sobald man quasi ein bisschen zu schnell übers Limit geht, reißt der Grip halt ab und das Hinterrad will wieder in diese Richtung ausbrechen. Deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt aber auch Kurven, wo es gar nicht anders geht. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Schneckenkurve hat, die geht dann irgendwie so. Und hier hinten ist dann der Scheitelpunkt. Dann hat man manchmal Kurven, wo man sich wirklich auch so in die Kurve reinbremsen muss. Deswegen ist das manchmal auch nicht verkehrt, das hin und wieder mal zu üben, dass man sich so leicht in die Kurve reinbremst. Man muss ja nicht direkt bremsen und lenken anfangen, gleichzeitig anfangen. Man kann ja ruhig ein bisschen früher anfangen zu bremsen und dann fängt man langsam an, so reinzulenken. So, machen wir das mal wieder weg. Ja, und dann, wenn man auf dem Scheitelpunkt oder davor Gas gibt, dann kann man immer gut Schwung mit auf die Gerade mit rausnehmen. Das ist immer ganz wichtig. So, malen wir nochmal eine andere Kurve auf. Nämlich die S-Kurve würde ich noch erklären. Gerade die haben wir ja in Rostock auch viel. Es wird jetzt zwar ein S, was verkehrt herum ist, aber das ist ja nicht so schlimm. So, was wir gerade gelernt haben, Ideallinie ist ja vom Ding her von außen nach innen wieder nach außen. Jetzt haben wir aber ein Problem, denn die Ideallinie würde ja hier bei der nächsten Kurve auch wieder lauten von außen nach innen nach außen. Und ihr könnt euch schon mal merken, wenn ihr eine Kurvenkombination habt, ist immer die letzte Kurve am wichtigsten. Also Kurvenkombination heißt immer mehrere Kurven hintereinander, bevor wieder eine gerade kommt. Hier könnt ihr euch merken, gerade in der S-Kurve ist das immer wichtig, dass ihr lieber am Kurveneingang ein bisschen spart. So, fahrt ihr lieber ein bisschen enger und könnt dann für die letzte Kurve, die in der Kurvenkombination kommt, schön Schwung wieder mit rausnehmen. So in etwa würde jetzt hier die Ideallinie aussehen. Das ist immer ganz wichtig, ne? Dass ihr, wenn ihr irgendwie zwei, drei Kurven hintereinander habt, dass ihr immer probiert, für die Kurveneingang immer ein bisschen ruhiger zu fahren. Bremsen würde ich jetzt in etwa so. Wieder ganz normal, wie vorher bei der anderen Kurve auch. Dann kann man natürlich wieder ab Scheitelpunkt wieder aufs Gas gehen. Problem ist nur, ihr müsst ja für die nächste auch wieder ein bisschen ausholen. Wenn ihr jetzt ganz normal aufs Gas gehen würdet, würdet ihr wieder hier in etwa rauskommen. Da wollt ihr aber gar nicht hin. Ihr wollt nämlich hier lang fahren. Das heißt, ihr müsst auch des Öfteren einfach mal ein bisschen mehr vom Gas gehen. So. Heißt, ihr bremst an, könnt hier vielleicht ab und zu nochmal aufs Gas raufgehen. Aber auch immer mal wieder runtergehen vom Gas, damit ihr die nächste dann wieder vernünftig treffen könnt. Weil wichtig ist immer, dass ihr zwar schnell durch die Kurve fahrt, aber auch sauber, ne? Also sauber heißt nicht rutschen. Also bei mir würde es jetzt wahrscheinlich so aussehen, dass ich hier wieder aufs Gas gehen würde in etwa. Und dann vermutlich hier in dem Dreh würde ich dann wieder wahrscheinlich Vollgas rumfahren. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Strecke an. Okay, das war es jetzt zu dem, was ich in GIMP erklären wollte. Wir sehen uns dann gleich wieder auf der Rennstrecke. Und da sind wir wieder auf der Rennstrecke. Ja, ich bin immer noch am Hinterherfahren. Jedenfalls, ja, wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Gut, kommen wir nochmal kurz zum Thema IKM. IKM ist die Indoor-Kartmeisterschaft, die in Rostock veranstaltet wird. Das wird immer in zwei Gruppen aufgegliedert. Einmal die offene Gruppe und einmal die A-Gruppe. In der A-Gruppe kommen halt die Fahrer rein, die schon eine Saison in der offenen Gruppe mitgefahren sind. Das sind auch in der Regel die Heimfahrer und die auch richtig stark waren, muss ich sagen.
Also generell in dem Rennen, ich wurde richtig vermöbelt, kann man sagen. Aber gut, ohne richtiges Training und auf 95 Kilo, finde ich, habe ich mich ganz okay geschlagen, war von der Bestzeit, glaube ich, 3 Zehntel von Jens weg. Das ist in Ordnung. Kann ich mit leben auf jeden Fall. Ja, das Rennen ist 99 Minuten lang. Und soweit ich weiß, gibt es auch immer ein spezielles Qualifying. Also hier war es ja jetzt das Fahrerwechsel-Qualifying. Und ich bin in die andere Richtung auch schon mal gefahren. Da hatten wir so eine Maß, so ein großes Glas mit Wasser in der Hand. Und dann musste man mit einer Hand quasi um die Strecke fahren und die war halt komplett voll mit Wasser. Und die Person, die halt am schnellsten war und gleichzeitig am wenigsten Wasser verloren hatte, stand dann auf Pole. Ja, die haben das halt ganz gern so gemacht, dass die das allererste Mal da sind, dass die das direkt als erstes machen dürfen. Also ich konnte mir gar nicht abgucken, wie fahren die anderen quasi. Ja, war dann am Ende so, dass ich dann Schneckentempo gefahren bin, bis ich gesehen habe, oh Gott, die fahren ja alle richtig schnell. Ich glaube, der Vorletzte, also ich bin natürlich vom letzten Platz gestartet, der Vorletzte war 20 Sekunden schneller als ich. Ja, das war auf jeden Fall nicht lustig. Aber gut, fürs nächste Mal weiß ich es dann auch. Also ich hätte mir auch gedacht, ich kann schneller fahren, aber man hat irgendwie pro Milliliter dann ein paar Zehntel draufgerechnet bekommen, aber egal. Am Ende bin ich in der offenen Klasse dann trotzdem mit Ben noch auf Platz 3 oder 2 gefahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Das lief auf jeden Fall ganz gut. Okay. Gut, ich würde jetzt hier erstmal Schluss machen. Für die Leute, die einfach gerne auch mein Video vom Fahren einfach sehen wollen, lasse ich einfach noch mal ein bisschen was laufen. Ein paar Minuten. Und dann verabschiede ich mich. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, jetzt auch mal mit Kamera zu kommentieren. Und ja, alright. Dann sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.